Ich würde das Ganze, was heute Morgen gesagt wurde, ein bisschen in Frage stellen oder ein bisschen eine andere Ansatzweise, dass einfach diese Gedanken aufnehmen, was da heute Morgen gesprochen wurde. Vielleicht ganz kurz, ich unterrichte seit 20 Jahren Buchhaltung an der Hotelfachschule Luzern. Ich habe 10 Jahre dort unterrichtet, genau diese Zahlen, die heute Morgen gezeigt wurden. Warenkosten 33%, Personalkosten 44% und dieser Betriebsgewinn, den Sie vorher gesehen haben, ich kann diese Zahl nicht mehr sehen. Das ist ja so etwas von doof, oder? Betriebsgewinn minus 5,4%. Jetzt ich unterrichte an der Hotelfachschule Luzern, ich muss meinen Leuten, die sehr viel Geld investieren in diese Schule, und wenn sie da rauskommen, machen sie einen Betrieb auf und es ist eigentlich schon klar, dass sie Verlust machen. Also etwas Dürferes gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich finde auch diese Negativausrichtung, die wir da in Zahlen haben, an was wir anknüpfen, wie wir an das anknüpfen, völlig falsch. In dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, als ich unterrichte heute immer noch sehr wenig, aber ich mache das noch, habe ich mir einfach immer mal überlegt, ob wir, und ich hoffe, dass ich Sie nicht zu fest angreife, wir Fachidioten nicht über uns reden und eigentlich den Gast vergessen. Nicht damit umgehen, was will dann der überhaupt und was machen wir. Diese Hotelfachschule, Herr Bauer, kennen Sie wahrscheinlich, Servicefachlehrer, hat morgen den letzten Tag an dieser Schule, hat uns doziert und ich konnte es nicht und ich konnte es nicht und ich konnte es nicht und er wollte so genau, wir müssen es so machen und so und anders geht nicht. Ob Sie jetzt Luzern machen, Zürich machen, Lausanne machen, es ist ja eigentlich überall dasselbe, auch in der Buchhaltung. Ich kann ja Buchhaltung nicht neu erfinden, aber ich kann den Gast studieren und ich finde das etwas vom unglaublich Wichtigen. Wie geht dann der Gast mit uns um und was will dann unser Gast und wohin geht dann dieser Gast? Weil das ist ja in Zürich unglaublich. Wir haben viel zu viele Restaurants. Man kann es überall lesen, auch wieder Minus, das und Konkurse und Zeugs und Sachen. Wie mache ich es dann aber, dass diese Gäste zu mir kommen? Regionalität. Klar, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr darüber diskutieren. Wo wir die Produkte herkommen, ist eigentlich auch klar. Das hören wir seit irgendwie 5 Jahren, also nicht böse gemeint, aber das sind solche Sachen, die sind ja eigentlich da. Aber wohin? Wie bringe ich es dann fertig, dass dieser Gast zu mir kommt? Und diese Schwierigkeit, so etwas umzusetzen, ich würde gerne da ein Thema aufnehmen, Alpenblick Arosa. Wir hatten ein Telefon letzten August, von einer Familie, Hotel Tschuppen, ob wir diesen Alpenblick übernehmen würden. Für mich eine Spielwiese, mega cool, oder endlich mal etwas in den Bergen. Ich habe sowieso das Gefühl, in diesen Bergen, was wollen diese Gäste? Oder? Sie haben gesagt, Sie seien ein 5-Sterne-Hotel, Sie haben diesen Alpenblick gekauft, Sie können das nicht, auch absolut okay. Wir sollen da irgendetwas Gestörtes machen und so richtig verrückt. Jetzt nochmals, wenn wir überlegen, was will ich dann in diesen Bergen? Was will unser Gast, nicht ich? Wohin geht er? Und dann reisen sie halt ein bisschen in der Welt herum und das finde ich eigentlich unglaublich wichtig. Ich und mein Partner Florian Weber, wir reisen im Jahr 2-3 Monate in der Welt und schauen uns diese Sachen an. Was, wohin geht er? Wir haben dort oben einen Grill eingebaut, vielleicht haben Sie es gelesen, der Hersteller ist nach dem Schließen zum Psychiater gegangen, weil er wusste nicht mehr, was er machen soll. Ich habe mir einfach überlegt, wieso gehen deutsche Ausländer, wieso geht man nach Arosa, wo sind dann die Begründungen, oder? Man will Bauer sehen, man will dorthin gehen, wo ein Feuer brennt, man will, wieso stehen wir, Kühe, Gänse, all das Zeug, oder? Wir sind ein Land von Kühen. Und wenn der Chinese die Kühe sehen will, dann soll er sie doch sehen. Nicht? Also ich finde, wieso nicht? Wir machen Käse. Wir sind diese Leute. Wir haben dann diesen Grill gemacht, wo da die Hühner herumschwirren. Vielleicht haben Sie das auch gesehen. Hey, unglaublich, wir verkaufen nur noch Hühner. Nicht, weil sie besser sind als bei den anderen. Ich glaube nicht, dass wir sie besser machen wie Hitschleu, aber wir machen sie lustiger. Die Leute kommen und schauen da, oh, das ist wie bei Max und Moritz. Oh, das stand dann schon in allen Zeitungen. Und so stelle ich mir eine Berghütte vor. Und Holz und kaputt und auf den Bäumen und Zeugs und Sachen. Und jetzt habe ich mir überlegt, diesen Sommer, oder? Alles, also Arosa, was machen wir? Wieso gehen wir nach Arosa, oder? Und ich würde da gerne anknüpfen, es geht wieder um die Regionalität, eigentlich grundsätzlich. Ich habe mir gedacht, hey, meine Kinder, 12, 16 Jahre alt,
Wandern, vergiss es, oder? Papa, kannst du allein gehen? Bist du jetzt schon AHV-Rentner? Ich komme sicher nicht wandern, kennen Sie wahrscheinlich alle. Also was machen wir? Probieren, irgendetwas zu machen, dass diese Leute kommen. Und das ist nicht Gastronomie, sondern es ist daneben. Wir probieren einen Fliegenfischkurs aus, weil für mich mega cool. Ich kann Fliegenfischen, die Kinder können sonst nichts, sie machen vielleicht auch mit. Sie können Forellen fangen, sie können die Forellen selbst braten. Wir haben einen Grill aufgestellt und auf die Speisekarte geschrieben, hey, Sie müssen selbst grillieren. Jetzt sagen Sie das mal einem Küchenchef. Stimmt eigentlich, geht doch nicht, unmöglich. Und das kommt so gut an, diese Gäste kommen und finden das mega, dass sie selbst grillieren können. Also ich könnte sogar für die Wurst wahrscheinlich mehr verlangen, wie wenn sie grilliert ist, nur dass sie sie selbst machen können. Solche Sachen sind unglaublich und ich denke mir, das sind solche Sachen, die ich mir wahnsinnig überlege. Jetzt das Nächste, ich habe dann einen Bauernhof aufgemacht. Einfach diese Gedankensprünge. Ich habe dann Flo und meinem Küchenchef und dann gesagt, hey, ich hätte gerne Hühner, ich hätte gerne Gänse, ich hätte gerne einfach, dass das Zeug da rundherum läuft und dass die Leute kommen und sagen, wow. Und vielleicht, dass dieses Huhn dann im Winter auch bei uns, man hat wenigstens die Vision, so viele können wir gar nicht machen, die wir da, aber die Vision. Jetzt was kam, und das ist ja eigentlich das Verrückte, oder? Mein Küchenspinsch eigentlich. Meine andere Partner hat gesagt, wenn du da diese Tiere willst, dann kannst du dich darum kümmern. Mache ich sicher nicht so einen Blödsinn, oder? Flo kam, und wie verbuche ich das, oder? Ich meine, ist das jetzt Warenaufwand Küche, oder was ist? Diese Problematik, wo man einfach davon ausgeht, Warenaufwand 33%, Personal so und so weiter. Ich glaube, diese Zeit ist auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, man muss Welten bringen. Ich habe dann diese Hühner, die sind jetzt, die kommen heute, glaube ich, an. Aber das Interessante war, ich bin dann so böse geworden auf meine Mitarbeiter und meine Partner. Es gibt es ja gar nicht. Wieso ist man dann da? Da sind jetzt Hühner da, heute sind sie gekommen. Wieso reden alle von Regionalität, sagen von Kreativität, von Touristen, die man in die Schweiz holen kann, ein Spiel dort hingehen. Ich meine, alle, auch Rudi Bindella geht wahrscheinlich in diese Restaurant, wo seine Kinder sich wohlfühlen, weil da sind sie nämlich ruhig, oder? Das ist doch einfach so. Und ich habe mich dann ich bin dann so böse geworden und dann kam das Nächste und das finde ich eben extrem spannend. Ich bin dann ganz alleine an die Olma gegangen, nach St. Gallen. Weil ich wollte mich jetzt mit diesen blöden Tieren auseinandersetzen. Ich wollte schauen, ob ich meine Leute dazu bringe, dass sie nachher diese Tiere nehmen, oder grundsätzlich. Und da passierte, und das finde ich eben eigentlich ganz wichtig für uns alle. Ich ging dann zu diesen Bauern und ich habe da diese Zürich-Hühner und Basler-Hühner und Schweizer-Hühner und weiß nicht, was die für Hühner haben und Geißen und Zeugs und so. Und dann ging ich zu diesen Bauern und habe gesagt, du, kann ich die frei laufen lassen? Kann ich da die einfach? Und dann sagen die, ja, natürlich kannst du. Ja, wirklich? Ja, die gehen dorthin, wo sie Essen bekommen. Ja, macht eigentlich Sinn, oder? Okay, also die bleiben da. Ja, die Einzigen, die gehen, das sind die Geißen, weil die gehen den Kräutern nach. Aber die Ente, und dann brauchst du die Ente, damit die Forelle nicht von den... Also, die haben mir da erzählt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich würde gerne in meinem Restaurant dort oben irgendwie 200 Hühner haben, weil 200 werden vom Fuchs gefressen, dann haben wir noch 100, oder? Das war dann so die Überlegung grundsätzlich. Und dann kamen die Bauern, und das ist ja das Verrückte, oder? Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Entschuldigung, ich kann doch jetzt einfach da Hühner herumrennen lassen, ein bisschen Körner und am Morgen kann ich mit den Kindern die Eier holen. Eigentlich das, was vorher erzählt wurde. Jetzt sagt aber der Bauer, nein, wieso? Was ist die Begründung? Er sagt, wenn irgendein Gast, und jetzt, das finde ich ja so faszinierend, wenn irgendein Gast dem Huhn ein Pommes frites gibt, dann wird das zutraulich. Ja, und jetzt? Ja, aber das Huhn ist nachher am Bein. Mega! Ich meine, haben Sie schon mal ein Huhn am Bein gehabt? Noch nie. Würden Sie es fotografieren? Sicher wäre es auf jedem Facebook. 100 Millionen pro... Ja, aber das geht noch weiter. Dieses Huhn wird auf den Tisch fliegen. Noch mega, oder? Hey, cool, oder? Das Foto wäre doch da. Und diese Verrückte, ich will mit dem eigentlich nichts anderes sagen, diese Voreingenommenheit, wo wir haben gegen Neuheiten, oder...
das Querdenken, ich meine, das ist ja eigentlich das, was heute Morgen gesprochen wird. Die Kuh vor der Strich würde dort oben gerne melken. Das nächste Problem stand da, diese Hühner. Wissen Sie, dass ich jetzt das schön fände, wenn wir diese Hühner dort oben schlachten könnten und dort eben diese Hühner auf diesen Grill machen? Darf ich nicht nach Lebensmittelinspektor gesetzt, weiß nicht was und was davon, Energie und so erzählt. Diese Hühner müssen in Chur geschlachtet werden, weil in Arosa ist das verboten. Okay, also Energie runter, wieder Energie rauf, etc., etc. Aber ich kämpfe daran. Das ist einfach so das eine, das ich eigentlich unglaublich wichtig finde. Wie nehmen Sie den Gast wahr oder wohin geht die Welt des Gastes? Oder? Ich würde Ihnen auch sehr empfehlen, ich war vor 3 Wochen mit meinem Kader in New York. Wir waren, und ich bin überhaupt nicht Fan von 18, 19 Punkte Restaurants, wirklich nicht. Ich habe das einfach nicht gerne und da stehe ich auch dazu. Wir waren bei Danny Hum. Und ich bitte Sie alle, wirklich alle, gehen Sie dort mal essen, auch wenn es ein bisschen etwas kostet. So etwas haben Sie noch nie erlebt, weil es geht nicht um Essen. Es geht im Grundsatz um die Spannung, wo der hinbringt in diesem Rest. Das Essen ist mega. Also für mich mega, weil es eben nicht so schümli, plümli, tralala ist. Das ist eigentlich eine extrem bodenständige, wirklich tolle, coole Küche. Aber wie der eine Weinflasche aufmacht, so etwas haben Sie definitiv noch nie gesehen. Wie er mit Ihnen in die Küche geht, das haben Sie noch nie gesehen. Wie der dann kommt am Schluss, Sie zahlen, wollen einen Tipp geben, der Serviceangestellte kommt zu Ihnen und sagt, Tipp nehmen wir gar nicht an. Hä? Wir sind froh, dass Sie da sind. Hallo? Haben Sie das in Amerika schon mal gehört? Einer geht rauchend raus, ein anderer läuft ihm nach. Hey, Entschuldigung, bei uns in Amerika ist es verboten, im Restaurant zu rauchen. Da haben Sie ein Brandy, das Sie nicht kalt haben. Reden Sie von dem oder reden Sie vom regionalen Rindsfilet? Ich sage jetzt einfach mal, was sind dann die Begründungen? Wohin oder wie bringe ich dann ein Restaurant voll? Das Nächste, was ich mir einfach überlegt habe, wenn wir an die Zahlen zurückgehen, vielleicht Rooftop, oder? Viele von Ihnen haben Restaurants, die sind bedient, die haben eben diese Personalkosten, diese Warenkosten, diese Betriebskosten. Und ich studiere mir massivst, was machen dann andere? Sie haben sich sicher auch schon mal überlegt, wieso? Wieso reklamiert ein Gast, wenn bei Ihnen ein Menü, das 5 oder 6 Gänge hat, 80 Stutz kostet, wieso reklamiert er? Und der genau gleiche geht am nächsten Tag mit Jeans, mit seiner Freundin so zwischendurch an eine Sushi-Bar, nimmt 1 Teller, 2 Teller, 3 Teller, 5 Teller, 7 Teller, zahlt 100 Stutz und das ist völlig egal. Haben Sie schon jemals jemand gehört, der reklamiert, wenn er an eine Sushi-Bar geht? Das Nächste, ich glaube, es ist der erfolgreichste Gastronom und wirklich ein Freund von mir, Hiltl. Haben Sie schon mal einen Nicht-Gastronom gehört, dass das teuer ist? Das ist ja schweineteuer. Also noch teurer eigentlich, oder? Aber was verkauft er? Er verkauft Emotionen. Ich glaube, er hat das Lifestyle, er hat das irgendwie, und wir haben dann bei Modisso mal überlegt, wohin geht dann die Esskultur, wohin wollen die Leute? Die Leute haben immer weniger Zeit. Ich glaube, auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass ein Gast nur 20 Stutz über Mittag ausgibt, das finde ich völliger Blödsinn, das glaube ich jetzt nie, wenn das rundherum stimmt, oder? Und wohin will er? Er will schnell, gut und noch besser. Und der Preis ist eigentlich nicht so eine Darstellung. Wir haben jetzt dort oben, und dann kam dann das wieder, Hotelfachschule. Zu Essen, Wein ist ja logisch. Ist das richtig? Cocktail geht gar nicht. Also ich habe gestern von Herrn Bauer ein SMS, wo er gesagt hat, ich sei wirklich stillos in jeder Hinsicht, oder? Wir servieren dort oben pro Abend bis zu 300-400 Cocktails. Habe ich auch nicht recht erfunden, sondern ich bin mit meinen Leuten im Hakkasan gewesen, vielleicht kennen Sie das, in Miami. Hey, und die haben die Cocktail, dort gibt es einfach Cocktail zum Essen, die Cocktailrechnung war nachher 3-mal höher wie die Foodrechnung. Die waren so etwas von Tschüss, das können Sie sich gar nicht vorstellen, oder? Aber alle haben nur von diesem Abend geredet, oder? Jetzt, wieso? Jetzt, wenn ich da mit Leuten von der Schule rede, wieso jetzt nicht ein Cocktail zum Essen? Weil wir Gastronomen gelernt haben, dass man das nicht macht. Ist ja voll doof eigentlich, oder? Wir haben dann dort oben auch mit großer Angst, wir sind da mit diesen Rollis, oder? Das haben Sie wahrscheinlich gehört. Wir machen alles nur ganz kleine Portion, kostet alles zwischen 18, 8 und 15 Stutz, oder? Hä? Sushi-Bar. Es ist jedem egal. Es ist völlig egal. Durchschnitt, wie und was und Zeug.
die, alles so ein bisschen, keine Ahnung, jeder hat das Gefühl, es nimmt ein bisschen ab, wenn er zu uns essen geht. Ist ja bei Sushi das genau Gleiche, oder? Haben Sie ja auch das Gefühl, oder? Ja, dann nehmen wir doch noch eins, es kostet ja nur 8 Stutz, und dann nehmen wir nochmals eins, und dann nehmen wir nochmals eins. Hey, das funktioniert unglaublich. Und diese Cocktails, das ist unglaublich. Also wir werden dieses Jahr in diesem Restaurant mit 50 Plätzen ca. 4 bis 4,5 Millionen Umsatz generieren. Dort oben, wo alle gesagt haben, was, Modissa, der Kleiderladen, Großmutterklüng, weiß nicht was, da kommt doch kein Mensch hinauf mit der versteckten Tür etc. etc. Ich glaube wirklich, wir Gastronomen oder auch die Zulieferer, die Überlegung, dass man andere Wege geht oder sich anpasst, was will dann der Gast oder wohin geht dieser Gast, das wird massivst, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das wird einfach vergessen. Weil das Essen, das, was wir gesehen haben, das muss gut sein. Dass wir die beste Wurst haben in Zürich, das ist eh klar. Also, nein, das haben wir wahrscheinlich nicht. Aber auch da, schauen Sie, da auch, oder? Ich werde natürlich angegriffen, wie blöd in der Pumpstation mit diesen Würsten. Ist ja logisch, oder? Beklar verdient noch Kohle, hat die billigste Wurst, die es überhaupt geht. Und diesen Negativ-Tralala kennen Sie alle, oder? Das habe ich gemacht. Ich habe die ganz genau gleiche Bratwurst wie in der Kronenhalle. Ist so einfach. Jeder, der reklamiert, sagt, schauen Sie, bei uns kostet sie 8 Stutz. Sie können da vorne anlaufen und da hat es ein bisschen Bilder an der Wand. Da kostet sie 28, genau die gleiche. Bam! Oder? Sie haben die gerade gepackt. Das nächste, was ich jetzt neu gemacht habe, von genialer Streich, also es tönt ein bisschen eingebildet, darf ich vielleicht auch sein. Fischers Fritz, Pumpstation, diese Billigbetriebe, die wir haben, als ich da angefangen habe, hat dann auch die Hotelfachschule gesagt, was willst du mit einem Bratwurststand? Das ist immer noch sehr interessant, den Bratwurststand. Schauen Sie der vordere Stern an. Also ich glaube, jeder von da drin würde den gerne übernehmen. Ich glaube, es gibt nichts Lukrativeres in Zürich wie dieser Betrieb. Die Problematik stand eigentlich dort beim Fischers Fritz, auch Pumpstation. Geben die Gäste und wieder die Gäste, nicht wir, geben mir die Gäste die Kompetenz für einen guten Wein. Nie und nimmer. Ich könnte den besten drauf haben, es wäre schlecht. Weil das kann ja gar nicht sein. Das ist ein Bierlokal. Das ist eine Bratwurstbeiz. Die hat per se einfach nicht guten Wein. Das kann gar nicht sein. Das ist so, weil eben nochmals, ich gehe auch davon aus, dass etwa 70% von unseren Gästen keine Ahnung haben von Wein. Ich auch nicht, aber die auch nicht, oder? Und ich habe mir dann einfach mal überlegt, wie hole ich mir diese Kompetenz rein, oder? Und irgendwann ist mir übrigens an meinem Vortrag da in Gstaad, ist mir da diese Idee gekommen. Ich bin da im Palace gewesen, in diesem altehrwürdigen Ding da, und habe so ein Glas von diesem Hauswein getrunken mit dieser Hausetikette. Und da habe ich so gedacht, hey, das, ich meine, sorry, das ist jetzt so cool, oder? Und habe dann allen 5-Sterne-Hotels der Schweiz angerufen, also Jedi, Cervo, Gstaadpalast, Edenrock, St. Moritz 1, Arosa 1. Darf ich eure Hausweine haben? Ich habe natürlich gedacht, die sagen nein, oder? Weil alle sofort, natürlich, was in Zürich? Weil das ist für die auch eine Riesenwerbung, oder? Ich habe nur gedacht, in der Pumpstation, oder? Das größte Problem von diesen 5-Sterne-Hotels war dann schlussendlich, welcher Wein zuoberst auf der Karte ist. Aber das war wirklich die Diskussion, oder? Also Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich habe dann lanciert, natürlich der Preis war dann auch irgendwie, welcher ist wie teuer. Ich habe gesagt, komm, alles gleich teuer, hey, das bringt überhaupt nichts, das haben wir so eine Schlägerei in diesem Ding drin. Hey. Da ging es dann aber raus, dass ein Hotel gesagt hat, wenn ihr von meinem Wein 2000 Flaschen verkauft, dann ist das ganze Kart bei uns in einer Suite, einfach, dass ihr das wisst, oder? Also das war so wirklich unglaublich. Wir haben mit dem angefangen vor 2 Monaten. Der eine Wein, der vom Cervo ist bereits ausgetrunken. Das hat keinen mehr. Wir haben, glaube ich, 1600 Flaschen in diesem Scheißwetter. Also für uns ja extrem schlecht, oder? Die Leute reden nur noch über diese Weine. Ich habe eine totale Kompetenz bekommen, oder? Aber total, weil ich sie jemandem anderen gegeben habe grundsätzlich, oder? Wieso soll ich das nicht? Verliere ich irgendetwas daran? Nein. Gewinnen beide? Ja, oder? Und das ist unglaublich, der ganze Betrieb. Oh, weißt du, das Gschapalas wie, der ist mega. Ob der besser ist als ein anderer, da bin ich jetzt also, da will ich jetzt nicht meine Hand in Feuer legen. Er ist sicher gut, nehme ich jetzt mal schwer an, aber jetzt viel besser ist als ein anderer. Aber diese Kompetenz verteilen auf jemand anderes oder auf eine andere Wirkung zu gehen, ich glaube, das
Ja, das sind so solche Sachen, das finde ich so wichtig, wo eigentlich von uns sehr unterschätzt wird, oder? Ich glaube auch, was wir sehr machen und vielleicht auch ein bisschen anders sind, Lieferanten, oder? Ich weiß, ich bin, glaube ich, einer der schwierigsten Lieferanten oder Kunden, die es überhaupt gibt. Aber für mich ist es eigentlich wichtig, es hat ja sehr viele Zulieferer hier, dass es eine Zusammenarbeit ist, dass ich streiten kann, dass wir zusammen eine Idee entwickeln, dass sie mich unterstützen. Also wir haben in unseren ganzen Betrieben, haben wir, glaube ich, einen Metzger, also, aber die, also wenn dann ein Küchenchef nicht zufrieden ist mit dem, dann darf er auch weg. Ich lasse uns auch nicht kaufen. Wir haben nirgends Verpflichtung, nicht mal bei Bier, überhaupt nirgends. Wir könnten sofort wieder, das will ich nicht, oder? Es wurde am Anfang auch gesagt, immer günstiger einkaufen, das ist doch alles Blödsinn. Weil das merkt der Gast. Also wir schauen eigentlich immer, dass wenn wir günstige Betriebe haben, dass wir teuer, dass wir einfach das beste Produkt haben. Wir haben unseren eigenen Fischer, wir zahlen dem 25 Kilo auf das Kilo Fälchenfilet. Bianchi würde mir dasselbe vom Genfersee für 15 Franken geben. Es ist für diese Tonnen, die wir da rauslassen, ist das viel Geld. Aber der Gast, der akzeptiert das, da bin ich so, und er merkt das auch. Und wir haben wirklich sehr, sehr wenige, und das finde ich eigentlich extrem erstaunt, sehr wenige Lieferanten. Einer davon ist Bäckerei Gold, Bürli, oder? Bürli ist viel teurer wie ein Stück Brot. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass wir in der Pumpstation mindestens 30% mehr Umsatz machen, weil wir Bürli haben und nicht ein Stück Brot. Die Leute, da gibt es St. Gallen Bürli mit Sanft, Geist, was gibt es? Kennen Sie, oder? Ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die kommen gar nicht wegen der Wurst, die kommen wegen diesem Brot. Ich übrigens auch. Das finde ich einfach genial. Und diese Lieferanten, und dann kamen andere Bürli-Lieferanten. Und dann diese Problematik. Ich meine, wir haben einfach auch da, ich verstehe dann diese Lieferanten manchmal nicht. Wir kaufen im Monat für etwa 15.000 bis 20.000 Franken Bürli. Ich meine, das ist sehr viel für alle Läden, oder? Also, das ist viel. Warenaufwand müsste ich jetzt hier standfragen, aber da verdienen schon wahrscheinlich Geld, wenn du einfach nur ein Spürli bringen, oder? Dann kamen natürlich da kamen andere Buchmann, die ist mit mir in die Schule, ist natürlich immer das Schönste, die Marina. Hey Michel, weißt du, also wir machen das auch. Ja, okay. Lieferst du am Sonntag? Spinnst? Ja, also ich meine, wir machen am meisten Umsatz am Sonntag, und am Sonntag ist es mir extrem wichtig, dass wir einfach, ich will das beste Produkt. Ja, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Also meine Leute arbeiten nicht am Sonntag. Wir haben einen Metzger, der so an uns herum macht. Und dann haben auch irgendwann mal meine Kadermitarbeiter gesagt, ja komm, jetzt liefern wir, jetzt tun wir das mal anschauen. Dann hat er am Freitag einen Container bei sich auf dem Parkplatz mit einem Kühlschrank hingestellt, dass wenn wir Wurst brauchen, sollen wir bei ihm auf den Parkplatz und dort den Kühler aufmachen. Aber wann brauchen wir die Wurst, wenn wir total im Scheiß sind, oder? Dann hat ja sicher einer von uns Zeit, um zu dem rauszufahren, um diese Wurst zu holen. Per se machen wir aber beim Metzger wahrscheinlich pro Monat einen Umsatz von 70.000, 80.000 Franken. Also, dass man da nicht irgendwo kreativ wird und sagt, hey, ich würde gerne da und ich mache da mit. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das sind solche Punkte, die ich null verstehe. Ich hatte gestern, ich bin ja jetzt neu da, ein bisschen Titlist dabei, ich hatte gestern eine unglaublich tolle Sitzung mit Lind und Sprüngli, mit Tanners Sohn und so. Da habe ich mir auch gesagt, weißt du, dort oben, da muss man doch jetzt eine Welt erschaffen. Das ist Schweiz, da kommen alles Touristen, die von Mailand dort hinaufgeprescht werden und dann am nächsten Tag sind sie schon in Paris. Also, Sie kennen die Schweiz, ist das richtig? Wenn Sie den Titel sehen, und es sind jeden Tag doch 3.000 bis 5.000 Inder, Japaner, Chinesen, weiß nicht was da hinaufgeht, oder? Und jetzt haben die den Laden umgebaut und haben einfach einen Store hineingemacht, wie Sie. Ich sage, aber das dort oben ist doch kein Flugplatz und es ist auch kein Bahnhof, sondern es ist top of Switzerland grundsätzlich. Also nein, das darf ich nicht sagen, das ist, glaube ich, Frank Moritz oder sonst irgendwo, oder? Das ist ja egal, aber das ist einfach super, oder? Das ist unser CI. Und so, ja, das heißt CI, oder?
Das haben sie gestern immer gesagt, CI, oder? Das ist so und das macht man so. Und einfach, da schließe ich ab, ich muss leider abschließen. Er sagt, ich muss aufhören. Für mich als Gastronom, ich glaube einfach, so wichtig, dass man den Gast nicht vergisst und wohin das die Reise geht und was will er. Ich bin so überzeugt, dass wir heute diesen Sommer alle kommen, diese Schweine anschauen oder diese Hühner anschauen, ob ich die jetzt toll finde oder nicht, ob Flo sie toll findet oder nicht, völlig egal. Hauptsache die Leute, die Chinesen, die Japaner, unsere Gäste, die wir vielleicht auch verloren haben gegenüber, die go exciting, weil sie haben ja das von der Schweiz. Wenn sie, welcher Film ist momentan der Ideologe, der Film, der läuft, schon zum 10. Mal neu gefilmt worden? Heidi! Ja, wieso stehen wir da nicht zu Heidi? Oder? Was ist denn die Begründung, dass man in Arosa, im Weißhorn-Gipfel von einer Starkarchitektin einen Sarg bauen lässt? Also, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber das ist einfach nicht wirklich das, was ich mir vorstelle in einer Welt mit Bergen rundherum. Und ich denke, das wird extrem unterschätzt. Ich würde auch gerne an meinen Nachredner anpassen. Für mich, Bindela-Betriebe studiere ich unglaublich. Das ist für mich etwas Unglaubliches. Oder? Also das ist auch ein Lieblingsrestaurant, das Ingassen. Schweineteuer, oder? Ich meine, da zahlen Sie für irgendwelche Spaghetti irgendwie 50 Stutz, Warenaufwand wahrscheinlich 15%. Gut, aber er ist immer voll. Ist das gut? Also nicht 33 und minus Betriebsgewinn 5,3, oder? Oder? Also, wenn man das mal anschaut. Und vielleicht die Überlegung, nicht Neid, sondern wie machen die das? Weil es stimmt jedes. Der Italiener, also ich hatte jetzt schon vorgesagt, der Cink, der sie erhob, wer zählt da an der Türe und weiß nicht was. Und das ist doch ein Gesamterlebnis, wenn sie dorthin gehen. Und ich glaube, das wird sehr viel vergessen, was denn das überhaupt heisst. Was will der Gast? Coco habe ich schon ein paar Mal erzählt, Sie haben das gesehen. Wir haben das letzte Jahr im Coco 4% oder 5% mehr Umsatz gemacht wie Vorjahr. Kann ich vielleicht sagen, wir machen dort mit 35 Plätzen 2,4 Millionen Umsatz im Jahr. Das ist extrem viel. Wir haben ein Menü, wir haben nicht mal eine Weinkarte. Die Leute müssen selbst in diesen blöden Weinkeller hinunterfinden. Das ist mega. Und es kostet pro Person, wenn Sie rauslaufen, unter 150 Stutz kommen Sie da nicht raus. Aber Sie haben ja nicht mal, wie ich weiß, Tischtücher. Also Herr Bauer hat mich fast umgebracht. Wir haben keine Tischtücher. Es ist ein Holztisch. Wieso? Und dann wieder, wieso haben wir jetzt letztes Jahr, wo man ganz klar sagen hat, Kreis 1, Zürich, UBS, alle sind davon, oder? Wir haben reduziert die Leute, also wir haben in den anderen Betrieben auch weniger Umsatz gemacht. Dort, wo wirklich teuer ist, 4-5% mehr. Vermutlich, weil es ein Erlebnis ist, dorthin zu gehen, oder? Es ist gar nicht unbedingt das Essen, sondern es ist ein, wenn die in den Weinkeller können und sich anschauen, dann würden die meisten gerade nochmals heiraten dort unten und dann bringen sie ihren Wein rauf und es ist ihr Wein und wenn sie das mal anschauen, das ist unglaublich. Gut, ich muss jetzt aufhören, ich hoffe, dass einfach so, ich habe vielleicht mal als Gastronomseite, wohin, wo schaue ich, was ist für mich wichtig? Gast, Gast und nochmals Gast. Und wie bringe ich den Gast dazu, dass er zu uns kommt und nicht zu Bindela? Schönen Tag.